Ich möchte heute mal ein kleines Video machen mit dem Titel Hausapotheke, wobei ich aber nicht groß mit wissenschaftlichen Begriffen kommen möchte, was bringt und wo was drin ist und zu was es führt oder nicht führt, sondern einfach nur vorstellen, was man im Haus haben sollte, wenn man ja keinen eigenen Garten hat, nicht auf dem Land wohnt, sondern eher in der Stadt oder vielleicht auch im Dorf und kein Stückchen Land hat, wo man sich selbst was anbauen kann oder vielleicht auch nicht die Gelegenheit hat, auf Wiesen oder Feldern irgendwas zu pflücken an Kräutern. Gewisse Dinge sollte man einfach im Haus haben und das Ziel ist einfach, dass man gesund bleibt. Ja, für mich ist Krankheit eine Ausnahme, ein wirklicher Ausnahmezustand. Das Normale ist Gesundheit. Das in unserer Welt hat, wird nicht mehr so gedacht. Die Krankheit ist, steht so im Mittelpunkt von allem, dass die Leute wahnsinnig gemacht werden. Wir können gesund bleiben bis am Ende. Es muss keinen Verschleiß geben, es muss keine Organausfälle geben oder Störungen geben. Wenn wir uns gesund ernähren und die Psyche auch gesund halten, dazu gehört natürlich auch ein gesundes menschliches Umfeld, dann bleiben wir gesund bis am Ende und wir können gesund den Körper verlassen, einfach aussteigen aus diesem Fahrzeug. Und ja, es muss nicht Schrott vorher schon werden. Also fahrt euer Fahrzeug nicht zu Schrott, sondern haltet es gesund, putzt es, haltet es rein, gebt dem Motor Schmiere und Öl und dann könnt ihr bis am Ende wunderbar leben und stark sein, fit sein, gesund sein. So, was, ach, ich kann beliebig mit irgendwas anfangen. Das Wichtigste ist Obst, mal als ein Beispiel für Vitamin C, die Zitronen. Und habt keine Angst vor der Zitronensäure. Das ist, ja, es ist keine Säure, sondern es übersäuert euch nicht, sondern es macht euch basisch. Und das ist ja auch das Wichtigste, dass man basisch bleibt. Man kann mal eine Basenkur machen mit Baking Soda, empfehle ich sehr. Gibt natürlich auch das Kaisernatron. Baking Soda ist natürlich abgebaut. Baking Soda, mal eine Kur machen zwischendurch. Einen halben oder bis einen Teelöffel in ein Glas warmes Wasser und das trinken. Das kann man auch zweimal am Tag machen. Man wird merken, dass man wird wieder basisch. Wenn man es nicht merkt, kauft man sich diese Streifen, wo man drüber pinkeln kann. Und wenn die schön dunkelgrün bis blau werden, dann ist man auf jeden Fall basisch. Wenn sie hell bleiben, dann ist man nicht basisch. Und man sollte dafür sorgen, dass der Körper basisch ist. Das haben schon Ärzte sehr früh erkannt. Wenn der Körper basisch bleibt, dann entstehen keine Krankheiten, auch noch nicht mal Krebs. Der kann auf diesem Milieu, auf dem basischen Milieu nicht entstehen und andere Krankheiten auch nicht, Herzinfarkt und anderes. Haltet euch gesund und um basisch zu bleiben, sollte man natürlich auch viel Gemüse, viel Obst essen. Fleisch übersäuert den Körper. Das kennt man. Früher haben die Adligen, die Reichen, die Schönen und Reichen, die haben an Gicht und an Rheuma gelitten, einfach weil sie morgens, mittags und abends Fleisch gegessen haben. Ja. Das übersäuert den Körper und zerstört den Körper. Einen guten Mineralstoffhaushalt zu haben, ist einfach Sesammus gut. Das gibt es hier in Rohqualität von dieser Firma hier. Kann man im Reformhaus oder Bioladen finden. Ich habe es auf La Palma entdeckt. Da habe ich das zum ersten Mal roh erlebt. Das ist was ganz anderes, als wenn es halt erwärmt ist und dann eingekocht, sondern einfach diese Rohqualität gibt es natürlich auch als Mandelmus. Aber gerade Sesam ist sehr reich an Mineralstoffen. Dann, was so ein Basismittel ist, ist einfach Moringa für mich seit über 10 Jahren. Das nehme ich täglich. Seit einigen Jahren gibt es das in flüssiger Form. Nehmt unbedingt Moringa Garden Teneriffa. Die haben das Beste. Und Moringa hat die optimale Qualität. Die optimale harmonische, ausgleichende Gehalt an Mineralstoffen und Vitaminen. Das gibt es auch als Pulver. Und als Pulver kann man es an jedes Essen machen, als süßes Essen nicht unbedingt, obwohl es geht auch, aber an jedes Gemüse, was man kocht, oder an jeden Salat. Oder man kann es auch als Smoothie machen. Smoothie ist dann natürlich auch das Gerstengraspulver sehr gut. Das sind alles kräftigende Sachen. Gerstengraspulver, Moringa. Gute Bitterstoffe, die finden wir in Artemisia. Gibt es auch hier dieses gute Artemisia bei Moringa Garden Teneriffa. Die bauen das einfach zwischen den Moringa-Bäumchen an. Und ja, das regt die Leber stark an. Auch die Darmflora wird gereinigt. Und wenn der Darm gesund ist, ist der ganze Mensch gesund. Auch für den Darm ist dieses Olivenblattextrakt sehr gut. Es ist sehr, sehr bitter. Holt euch trotzdem das Natur. Es gibt es auch gesüßt, aber das ist Quatsch. Das ist holt es euch gut bitter und dann werdet ihr merken, wie die Leber angeregt wird, wie der ganze Körper gut gereinigt wird. Wenn wir gerade bei Öl sind, dann nehmt auch ein gutes Olivenöl. Da gibt es von Rapunzel gibt es dieses Finca Torre. Das
für jedes Essen gut, ob roh oder ob er Gemüse drin kocht. Gutes Olivenöl. Es kann auch einen kleinen Schluck morgens auf nüchternen Magen mal so nehmen. Tut auch sehr gut. In Öl eingelegt, wenn man es nicht frisch kriegt, haben wir Bärlauchpesto. Bärlauch ist sehr reinigend für den Körper, senkt den Blutdruck und viele andere Dinge, sodass auch da vorbeugt gegen Herzinfarkt und andere Geschichten. Gefäße bleiben sauber. Es stärkt und kräftigt einfach. Das ist wunderbar. Dann, ja, Galgant ist da auch sehr gut als Gewürz. Kann man auch einen Teelöffel oder einen halben Teelöffel, muss man erstmal sich dran gewöhnen, in den Mund nehmen, das Pulver, und gut einspeicheln, zergehen lassen. Und das ist auch sehr gut für die Gefäße, putzt die Gefäße durch. Ähnlich wie Artemisia. Einfach kann man auch in den Mund nehmen hier und einen Teelöffel und gut einspeicheln und dann mit ein bisschen Wasser oder Saft trinken. Apropos Saft oder Wasser, gute Säfte gibt es von Völkel, Demeter-Säfte. Ist zwar nicht frischer Saft, ich empfehle, wenn ihr könnt, macht euch frische Säfte, aber wenn ihr es nicht habt, dann kauft euch wenigstens gute Säfte, wie rote Beete oder Möhren oder ähnliche Dinge. Und zum Trinken natürlich gutes Wasser empfehle ich unbedingt hier das Leonard. Das ist mein A und O, St. Leonard, die Quelle Nummer 1. Gibt natürlich auch andere. Und wenn man eine Quelle in der Nähe hat, dann kann man da auch hingehen. Apropos trinken und keine Milch trinken, da gibt es den Nava-Trink. Da gibt es auch Dinkel und andere Sachen. Das hier ist eine Firma, die macht alles vom Anbau bis zum fertigen Produkt. Ist am Bodensee, auch in Bioqualität. Ja, statt Kuhmilch lieber Hafermilch, Dinkelmilch, Reismilch oder was es so gibt. Und beim Trinken sind ab und zu ein Schluck Wein ist sehr gut. Stella Organics ist ein südafrikanischer Merlot und der ist ohne das Sulfat und der tut einfach gut. Das ist Medizin im richtigen Maß, ist auch Wein wirklich Medizin, hat auch schon Hildegard von Bingen empfohlen und andere Menschen. Kurkuma sollte man auch im Haus haben. Wunderbar, kann man die gelbe Milch mitmachen, in Verbindung zum Beispiel mit dem Haferdrink. Da macht man es einfach da rein. Ein Teelöffel untermischen, man braucht nur eine Gabel und quert es einfach unter. Man muss da keinen großen Aufwand machen und dann noch ein bisschen schwarzen Pfeffer drunter machen. Eine Prise schwarzen Pfeffer und dann kann der Körper das wunderbar aufnehmen. Was auch sehr reinigend ist und sehr schön scharf ist der Meerrettich, gibt es von Zwergenwiese, wenn man es nicht frisch kriegt. Wenn man es frisch kriegt, ist natürlich frisch noch viel besser. Aber das kräftigt gut und gibt Energie. Was auch sehr viel Energie gibt und reinigt vor allen Dingen und Entzündung vorbeugt, ist der Ingwer. Eine gute Reibe und Ingwer, frische Wurzel, sich frisch reiben und so ein gutes Stück. Also ich nehme für meine Mahlzeit immer so ein Stück, das A und O, also das daumengroße Stück. Wird für mich da reingerieben. Ich mache immer Ingwer mit Gemüsebeilage. Also umgekehrt wie andere Menschen. Dann, was man auch haben sollte, ist natürlich Vitamin D. Jetzt scheint die Sonne, brauchen wir es weniger, wenn man rausgehen kann und wirklich den Oberkörper ganz frei macht. Wenn man nur das Gesicht in die Sonne hält und die Hände, das ist zu wenig. Da braucht man Vitamin D3 und gemischt mit K2. Gibt es auch als fertig gemischt schon in einer Flasche. Wenn man es nicht hat, dann die beiden hier. Empfehle ich Robert Franz, der hat gute Produkte. Oder im Reformhaus gibt es von der Firma, weiß ich nicht, wie die heißt. Hübner heißt die. Die haben auch K2 und D3. Das Sonnenvitamin, das alle die Zellen öffnet, damit sie all die Stoffe aufnehmen kann, die wir brauchen. Und da ist natürlich Vitamin C auch sehr gut, wenn man kein frisches Obst hat oder mal eine Vitamin C-Kur machen will, vorbeugend. Dann Acerola-Pulver gibt es von verschiedenen Marken. Kann man auch in die Hafermilch mischen hier. Hafermilch reingemischt, Acerola-Pulver, einen guten gehäuften Teelöffel oder zwei sogar. Und das mal eine längere Zeit sich mit Vitamin C zuknallen. Wenn man sich entgiften möchte, hatte ich auch schon oft empfohlen, das A und O, das sollte in jedem Haushalt sein, immer wieder eine Zeolithkur machen. Da ist in einem anderen Video ist das beschrieben. Da ist ein Messbecher drin, auf ein gutes Glas, 250 Milliliter warmes Wasser. Das Zeolithpulver mischen und dann schluckweise langsam trinken auf nüchternen Magen. Und da mal eine Kur machen von einer Woche, von 14 Tagen, von 3 Wochen. Was auch sehr gut reinigend ist, wenn man es frisch nicht bekommen kann, gibt es die Schönberger Säfte Löwenzahn. Da gibt es viele andere Säfte. Was ich empfehle, ist der Löwenzahn. Ist spitzwegerig. Ja, ist auch Brennnessel. Alles, was man nicht frisch kriegen kann, dann sollte man die Säfte wenigstens nehmen.
Für Entzündungen ist das MSM auch nochmal sehr gut. MSM, Schwefel, organisch gebundener Schwefel. Auch da kann man ebenfalls einen halben bis einen Teelöffel auf ein Glas warmes Wasser nehmen. Das man eine Zeit lang nehmen, wenn man Gelenkbeschwerden hat, Wirbelsäulen, Bandscheibenproblem oder was, was ja eigentlich nicht vorkommen sollte, wenn man regelmäßig Yoga macht oder sich einfach bewegt und sich gut ernährt. Aber wenn es mal der Fall sein sollte, dann MSM für Entzündungen. Dann ein Buch, wo das alles drinsteht, schon oft genug vorgestellt, Lebensrezepte, wird auch von guten Ärzten empfohlen, ist mittlerweile in der 5. Auflage. Ja, legt euch zu, hier steht alles drin, ausführlich und nicht nur für den Körper, sondern Körper, Seele, Geist. Ein dickes Buch, 290 Seiten, eng bedruckt, auch bebildert, auch mit Rezepten und vielem anderen. Ein anderes Buch, wo alle Lebensthemen beschrieben sind, Shastras, 90 Lebensthemen. Ja, wo man vielleicht Antworten kriegt für Dinge. Und wenn man noch ein bisschen tiefer einsteigen will, der Meister, mein letztes Buch, was ich geschrieben habe, da kann man unter anderem einen Jesus erleben, wie er ihn vielleicht nicht kennt, einen sehr menschlichen Jesus, unser Bruder. Und wir sind seine Brüder, und das sollte man erkennen. Es muss nicht jemand da oben auf dem Podest stehen oder am Kreuz hängen, sondern neben uns stehen, auf Augenhöhe. Nur müssen wir uns auf Augenhöhe begeben. Wir können nicht erwarten, dass ein Meister sich herabsenkt. Ja, wir müssen uns selber anheben. Und das ist auch seine Arbeit, was er tut. Er hebt uns an, um auf seine Höhe zu kommen. Was habe ich noch? Nelken ist auch sehr gut. Nelken, abends eine Messerspitze oder irgendwann zwischendurch, egal. Eine Messerspitze oder er nimmt auch Nelken direkt, also das Nelkenpulver, in den Mund, lange einspeicheln und dann runterschlucken. Das ist für die Mundflora gut, für die Zähne gut und ist auch gut für die ganze Darmflora. Also Nelke allein schon, das schützt vor allen Bakterien, vor Viren, wenn es sie dann gibt, und vor Würmern und was auch immer da so alles in sich drin haben kann. Zur Ernährung, basisch, Maronen sehr gut. Macht mehr Maronen als Getreide. Getreide ist immer leicht säuerlich, übersäuerte Körper, Weizen sowieso nicht gut. Maronen, es gibt auch Maronenmehl, wo man Brot mitbacken kann, Kuchen mitbacken kann. Oder halt einfach diese Maronen, die sind eingeschweißt, wenn man sie nicht frisch kriegen kann. Und die kann man roh essen, also frisch essen, oder man kann sie sich warm machen. Ja, das war so ein kurzer, schneller Rundumschlag. Ihr müsst euch das Video vielleicht zweimal anhören, weil ich sehr schnell rede. Ich danke euch fürs Zuhören. Vielleicht ist der eine oder andere Tipp für euch dabei. Ciao, ciao.